Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Wir spielen 3 gegen 3. Schwachsinn, 4 gegen 4. Ja, wegen der Map habe ich jetzt gedacht, 3 gegen 3, Leute, WK war nice. Ja, ich wusste nicht, dass es 4 gegen 4 auch auf der Map gibt. Und ja, warum 4 gegen 4? Schlicht und einfach aufgrund der Tatsache, dass es jetzt quasi der neue Shit ist, sage ich mal. Weil die haben jetzt diese neuen Deathmatch-Modi eingeführt und ich finde 4 gegen 4 ist wirklich mal was anderes, weil es ist wirklich. Es ist halt darauf basiert, also diese neuen Kill-Modi sind halt darauf basiert, dass du tatsächlich einfach mal kämpfst und es nicht mehr darum geht, irgendeinen Punkt einzunehmen, die Fracht zu schieben oder sonst was zu machen, sondern es geht halt einfach wirklich nur noch darum, gegeneinander zu kämpfen und das gibt es jetzt so gesehen in Overwatch eigentlich gar nicht. Ich meine, irgendwo musst du natürlich immer gegeneinander kämpfen, ich meine, das ist ja logisch. Sonst könnte man ja gar nicht die Fracht pushen und so. Oh, shit. Scheiße. Genau, und ignorieren wir einfach mal diese Whisper-Message, die ungefähr 3 Stunden nach meiner letzten Nachricht kommt, aber es ist ja wohl AFK gewesen. GG. Na egal, auf jeden Fall ist es wie gesagt einfach mal ein bisschen was anderes und macht halt schon Bock, außer die zocken die ganze Zeit Mercy und Pharah, also Pharmacy, aber in dem Game zum Glück nicht. Mercy ist trotzdem ziemlich nervig, weil Mercy, was ja auch irgendwo logisch ist, Ah, nice. Triple Kill. Highlight of the Game. Ist schon mal reserviert für mich. Bei Mercy, wenn sie wiederbelebt, nimmt einem die Kills wieder weg. Das heißt, wir haben jetzt 28 Kills, Mercy, 18 Kills, Mercy belebt einen wieder. Dann haben wir wieder 17 Kills. Und das finde ich persönlich ist schon. Also, ich meine, irgendwo macht es natürlich Sinn, weil ich meine, du belebst ihn ja wieder. Und entsprechend lebt er ja wieder. Es ist er ja quasi doch nicht gestorben. Aber irgendwo ist es ja halt dann auch wieder kompletter Schwachsinn, weil wenn du mal ehrlich bist, ich meine, den Kill hast du ja trotzdem gemacht. Also du hast den Schaden gemacht und du hast ihn gekillt und gut, er wurde wiederbelebt, aber trotzdem ist es halt irgendwo eigentlich Schwachsinn, wenn man mal so drüber nachdenkt, finde ich, dass dir dann einfach der Kill wieder abgezogen wird. Vor allem, weil jetzt ihr Wiederbeleben nicht mehr ihre Ultimate ist, dann wäre es dann nicht ganz so schlimm. Nein, es ist ihre verdammt ganz normale E-Fähigkeit. Also finde ich persönlich ziemlich nervig und das sollten sie definitiv ändern, dass man entweder Mercy im 4 gegen 4 einfach nicht spielen kann. Was vielleicht ein bisschen krass wäre, weil ich meine, es wäre ein bisschen unfair, weil ein Champion jetzt einzeln zu bannen. Und sie spielen Pharah. Achso, sie spielen keine Mercy übrigens mehr. Weil die hat ja auch vorher auf Ana gewechselt und jetzt anscheinend auf Pharah. Aber okay, wir haben sie fast besiegt. Oh, ich will den letzten Kill machen. Ja! Ich hab's sie bekommen. Nice. Aber ja, wie gesagt, das finde ich ist ein ziemlich großes Problem. Momentan im 4 gegen 4, ansonsten geht's schon. Also es ist nicht so, dass ich es die ganze Zeit spiele, aber wenn ich es spiele, dann. Also es Mercy ist in jedem Game. Ja, gut, die hat jetzt gewechselt, weil es halt nicht funktioniert hat, weil wir sie aus irgendeinem Grund so krass gepwnt haben. Aber trotzdem ist halt, ja. Hey, what the fuck? Hat er gerade zweimal seinen. Also das war gerade irgendwie komisch, aber okay. Never mind. Na gut. Ja gut, war eine gute Runde. Ich hatte 19 Kills. Oh, McCree hatte 21. Just like me in CSGO with R8. Ja, moin. Er haut raus. Na gut, ich würde sagen, wir zocken auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Minuten. Das ist schon ganz schön kurz. Also, es ging auch ziemlich schnell. Die meisten Matches dauern eigentlich schon ein bisschen länger. Aber auf der Map 4 gegen 4 ist auch, glaube ich, einfach nur so, dass die Map einfach zu klein dafür ist. Weil die anderen Maps jetzt auch nicht so viel größer sind. Ja, aber doch, diese anderen Maps sind ein bisschen verwinkelter und so, weil Gibraltar ist ja doch ziemlich. Hauptsächlich einfach nur große Flächen und Räume und ja, man verwinkelt es auch ein bisschen, aber da geht halt keiner hin im 4 gegen 4. Das sind nur für 3 gegen 3 bzw. 1 gegen 1 Situationen gut. Naja, aber Overwatch in letzter Zeit macht wieder mehr Bock. Ich freue mich halt richtig auf die Halloween-Lootboxen. Ich weiß nicht, wann sie kommen werden, wahrscheinlich erst so in 1, 2 Wochen. Aber wenn sie kommen, oh boy, dann wird wieder richtig gesuchtet, weil man sich dann ein paar Boxen farmen will. Genau. Ich werde jetzt auch vorher, also hoffentlich kriegt man noch ein Lootbox-Opening zusammen vorher mit 10 normalen und weil dann kriege ich noch ein paar von den normalen Skins, die dann in den Halloween-Lootboxen nicht mehr drin sein können. Und ja, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So, soll ich echt noch was Deutsches spielen? Ja, aber der einzige andere, den ich momentan so, also im 4 gegen 4 gerne spiele, ist eigentlich McCree und der wurde jetzt ja schon gepickt. Warum die schon wieder Pharah? Das sind wahrscheinlich einfach die gleichen Leute wie gerade eben, oder? Auf Pharah auf der Map ist es gar nicht mehr so schlecht, weil die keine Leute runterwerfen. Und was für eine Überraschung, sie haben Mercy.
Wow. Da muss ich jetzt meine Mercy einfach mal sterben lassen, aber... Oh Gott. Ach komm. Was zum Teufel. Hm. Haben die eine Widow? Nee, das war McCree? Oh Gott. Wow, dem sein Schuss war halt wie... Ja. Warum sind bei mir 4 Gegner? Wo ist denn mein Team? Holy shit. Die einzige, die bei mir ist halt Mercy. Checkst du das nicht? Spielen wir 2 gegen 4 oder was? Wo ist unser McCree? Hm. Ja, aber ihr merkt schon, Mercy ist ziemlich nervig. Ich finde auch, es nimmt halt auch irgendwo einfach den Spaß weg, wenn einer die ganze Zeit einfach nur voll heilt und dann machst du endlich mal einen Kill und dann werde ich schon wieder von 3 Leuten gleichzeitig angegriffen. Oh, aber unser McCree hat gerade quasi jeden Gegner gekillt. Ja, und dann belebt ihr den wieder und dann zählt nicht mehr der Kill, den du vorher gemacht hast, als Kill-Count, weißt du? Das ist halt schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Oh, ja, wow, was eine Überraschung. Oh Gott, jetzt haben sie Roadhog, Leute. Ich dachte kurz Diva. What the fuck? Ich habe mir meine ganze Ulti drauf geballert. Oh Gott. Und er ist nicht gestorben. Na gut. Ja, wir hatten jetzt einige ganz gute Kill-Serien. Jetzt haben sie Tracer. Stadt. Weiß man nicht. Oh, meine Fresse. Die hat die Ulti mit gerade angemacht, oder? Come on, get your heals, boys. Naja, die haben Pharah gewechselt. Pharah gegen Tracer. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Tausch war. Ich glaube, die Pharah hatte mehr Impact. Wie lange hält denn ihre Ulti, Alter? Holy shit. Kommt ja gar nicht mehr runter auf den Boden. Auf den Boden der Tatsachen. Schaut euch das an, weißt du, du killst den. Und dann wird er einfach wiederbelebt. Das ist so nervig. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was sie sich dabei... Ist es unserer? Ist schon der gegnerische, oder? Ja, es war der gegnerische. Oh Gott. Meine Güte. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ach. Das war... Weiß ich nicht, was das war. Oh, Leute, liefen auch die ganze Zeit Leute. Jetzt haben sie schon wieder Mercy. Nein, Mercy hat sie die ganze Zeit. Ich weiß es nicht, was ich sage. So, aufpassen, der McCree ist da irgendwo hinter mir. Da ist er doch. Nice. Uff. Ja, seht ihr, die Runde geht viel schneller, obwohl wir trotzdem hart gewinnen. Viel langsamer, meine ich. Na gut, so hart gewinnen wir jetzt nicht. Kill-Count technisch gewinnen wir, aber ich fühle mich nicht so, als würden wir so hart gewinnen. Ja, vielleicht nur, weil ich selber schon relativ oft gestorben bin. Naja, es geht eigentlich. Holy shit. Oh Gott, oh Gott. Ah! McCree-Idee, das ist immer so ein Scheiß. Da kreischt man wieder wie ein kleines Mädchen. Oh, nice Hook, Mate. Damn. Jetzt haben sie schon wieder eine neue Mercy. Ah ja, das wollte ich eigentlich vorher sagen, dass die Mercy gewechselt hat. Ey, Mann. What is this game? Nein! Oh, schade. Ja, okay, jetzt haben sie einiges aufgeholt. Na ja, aber es geht. 4 Kills für 4, glaube ich, war es. Ach komm. Ah! Hä? Was war das bitte? Er hat mich gerade gehuckt und dann hat er mich einfach zur Seite gedreht. Okay, das geht zwar nicht, aber okay. Also, ich meine, es muss gehen, weil ich es ja gerade eben erlebt habe, aber... Also man kann sich während dem Hook nicht zur Seite drehen und jemanden so in eine andere Richtung werfen quasi.
Also das wäre mir neu, wenn das tatsächlich geht. LOL. Habt ihr das gesehen? Er hat geultet und Mercy ist einfach nur durchgeflogen und dadurch gestorben. Wow, was ein letzter Kill. Was ein Troll. No way, wenn das jetzt das Highlight ist. Aber es war nur ein Kill. Warum? Aber seit wann haben wir überhaupt Doomfist gehabt? Es war... Nee, es war nicht das Highlight. The fuck? Doch, es war das Highlight. Der Kill war nicht mehr drauf, Alter. GG. Ah, naja, das war ein bisschen Vor- und Vor-Action. Die nächsten Male wird, denke ich, mal wieder Ranked kommen. Einfach nur, weil ich jetzt ein bisschen zocken muss. Erstens mal bin ich Platin gekommen. Und zweitens werde ich jetzt vielleicht noch mit hier ein paar anderen Leuten vielleicht anfangen aufzunehmen. Und dann ist auch noch so, dass ich Matchmaking-Punkte verdienen will. Also die Karrierepunkte. Um mir, also noch 492 Stück brauche ich. Dann kann ich mir noch eine Goldwaffe holen. Yeah. Genau. Na gut, auf jeden Fall danke fürs Einschalten, macht's kurz rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.